Moin, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute habe ich wieder ein knackiges Varus-Game für euch. Ja, elo-technisch war bei mir die letzten Tage ein bisschen Flaute, aber geht wieder bergauf. Hat auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht. Und auch der Flachwitz darf wieder nicht fehlen, ne? Und zwar, warum summen Bienen, meine Freunde? Warum summen sie? Ich will es eigentlich gar nicht sagen. Und ich überdecke jetzt einfach nur den Fakt, dass ich den Text vergessen habe. Gucke ihn mir ganz kurz nochmal an. Das passt witzigerweise sogar zum Joke, warum summen Bienen? Weil sie den Text nicht können. Ich schwöre euch, das war wirklich nicht geplant. Ich habe wirklich vergessen, wie der Joke ging. Aber ich glaube, das hätte auch keiner verpasst. Also viel Spaß mit dem Video. Can I pick you, Kaiser? Nein. Geh mal für eine Runde Varus. Samira, nee. Habe ich jetzt aktuell noch nicht so wirklich viel gepracticed. Ich glaube, Samira ist okay. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich worth ist, Samira zu practicen. Okay, Yasuo. Das ist natürlich ein Varus. Also wird auf jeden Fall ein ekliges Varus-Game. Aber wir haben. Ist das der gleiche Ivan? So, was für ein Stempel haben? Give me Set. Mhm. Ja. Holt mich jetzt nicht so komplett ab, der Pick, muss ich sagen. Blind Pick Set. Aber die Gegner brauchen eigentlich noch einen Melee. Die brauchen einen Nautilus oder so. Da ist Set gut. Ah, das ist eklig. Ah, kann man spielen. Also Toplaner ist auf einer fetten Losing Streak, though. Ich glaube, das wird ein hartes Game, aber ist winnable. Jetzt wollen wir mal drauf achten, ne? Im Teamfights Potions benutzen. Das wird jetzt hier ganz, ganz groß geschrieben. Wenn ich alles falsch spiele in dem Game, aber Potions benutze, dann war es ein gutes Game. Aber die werden doch nicht hier langlaufen, oder? Sollten die Wave eher anfreezen, glaube ich. Hm, okay, so viel dazu. Ja. Okay, Rammel startet Topside. Ivan auch. I flash in Level 2. Okay, okay, Bro, okay. Oh, er war nicht in XP-Range. Ja, ich sollte, glaube ich, keine Space zum Traden benutzen, damit ich die ready habe, wenn Set ein All-In-Window hat. Okay. Ich will auch eigentlich weg vom Bart spielen. Ist okay, wir sind ungefähr even. Rumble Spot. Oh, er freest die Wave an. Set moved. Okay, wir chillen jetzt hier einfach. Schöner Roam von Set. Okay, wir wollen hier gegen, das heißt, ich benutze hier erstmal keine Spades kurz. Wir haben leider meinen Q geflasht. Ich glaube, sonst hätten wir die gekillt. Schade. Ich würde ganz gerne basen. Aber wie? Aber wie? Ist die nächste Wave eine Cannon Wave? Dann können wir da vielleicht base gehen. Ja. Oh, 20 HP. So schade. Muss da mein Q ein bisschen länger aufladen lassen. Aber ich dachte, das reicht. Müssen die Wave noch pushen. Wenn nur so gegen Set Support zu spielen, ist so unentspannt. Nice. Der Spieler ist richtig gut, holy shit. Boah. Greedy Backport, wenn er mich da draftet, bin ich tilted. Kaiser hat Pickaxe und Dagger. Ab Level 6 können wir die halt eigentlich runterrennen, weil die keinen Cleanse hat, ne? Oh no. Yikes, ich hätte warten müssen. Beziehungsweise, maybe hätte ich Flash ulten müssen. Wahrscheinlich hätte ich Flash ulten müssen. Weil der Snare von Ivan ist nicht lang genug, dass meine Ult hittet. Rumble top. Okay, also wir könnten. In 40 Sekunden haben wir einen Safe-Kill. Das ist, gibt keinen Weg, wie die nicht stirbt. Bart ist top. Will da Roam vom Bart, aber. Ich will die Wave pushen und mir den Red Buff abholen dann. Ich move hier Mitte, wobei die Wave freeze. Kriegen wir, oder? Der ist dead. Ich hab Ult ready. Aber dafür keinen Weg gerade. Der hat auch noch kein Ignite, der Set. Nice. Der Set ist so am Smurfen, das ist crazy. Aber man muss auch sagen, die meisten Leute können auch einfach nicht mehr gegen Set spielen. Ich habe wieder keinen Pot geused hier. Fuck. Gut, dass ich mit meinem Q gewartet habe. Ich weiß nicht, ob ich die Ulti da flashen muss, aber ich glaube, es ist schon fein. Okay, wir haben jetzt Prowlers und Cooldown Woods. Sehr nice, very nice. Ja, Hail of Bates wird genervt. Ich kann mir vorstellen, dass das die Botlane-Meter richtig, richtig nachhaltig verändern wird. Wenn eine Kaiser, Tristana, Varus, drei der besten AD-Carries gerade, spielen alle mit Hail of Bates. Wir sollten, to be honest, auch die Wave jetzt pushen, damit wir Pressure auf der Map machen können, glaube ich. Die Botlane von denen ist schon raus aus dem Game. Wie können wir hier Crab machen?
Hätten wir easy killen können. Was macht der? Klasse. Scheiße. Ich war gerade abgelenkt, weil es geklingelt hat. Ich war gerade ein bisschen sehr Brain AFK. Aber seht ihr das? Das ist so weird, ne? Kaum spiele ich wieder gut und spiele fokussiert und tiltfrei, spielen meine Teammates auch gut. Was ist der? Hä? Okay, das ist sehr toll, was hier gerade passiert. Ich werde halt komplett alleine gelassen in der Mitte als 7-1 Varus. Aber da hätte ich auch einfach Tower hagen müssen gerade. Noch habe ich keinen Edge of Night. Ja, ich verstehe nicht, warum der Ivan so weit hinten gechillt hat. Der hätte einfach neben mir stehen müssen für den Tower. Ganz komisch. Ja, die Frage, was machen wir jetzt? Inhib Turret Siege oder was? Das funktioniert auch irgendwo nicht. Oh, never mind. Ja, ich guess wir siegen Inhib Turret. Und wir sollten ihm helfen, aber wenn ich alleine move, dann ist es halt einfach dumm. So, wir sollten hier move, um ihm zu helfen, aber wenn unser gesamtes Team darauf keine Lust hat, dann würde ich darauf auch keine Lust haben. Aber das Game ist actually hart, ne? Die haben dann 8-1 Lee Sin. Es steht 20-10 und die haben dann 8-1 Lee. Digga, Pings sind so buggy, wirklich. Ich wollte jedes Mal Achtung pingen und zweimal kam on my way. Ist ja auch fast das gleiche zum Glück. Boah, muss dieses Spiel wirklich so schwer sein. Wir haben hier Movement Speed, ich glaube, wir können hier runterchasen. Was soll Neiva Drake machen? Sehr awkward, das Game. Also ein Bard Ultimate kümmert mich nicht mehr, dafür habe ich Edge of Nidalee. Ich darf nicht von Yasuo Knockup gehittet werden und nicht von Lee Sin Q-Kick. Dann bin ich fein. Rumble ist 0-9, der ist nicht so gefährlich. Mann, diese Pings, Alter. Hat sich Riot dazu mal geäußert? Das ist seit Monaten so. Zu tief gechased. Wie kann er das denn überleben? Wie ist es denn legal, dass er das überlebt? Okay, ich wollte schon sagen, Alter. Der tankt einfach 3 CCs. Einfach sofort Nash machen hier. So, ich gehe für Stopwatch hier. Oh, wir fighten. Oh, müsste das sein? Muss das sein? I mean, I guess it's winning. Boah, wäre ich fast weggegangen. Okay, Lee Sin lebt wieder. Der wahrscheinlich auch alles ab. Keine Stopwatch. Solange ich hier mit meinem Team kuschel, sollte nicht viel passieren können. Oh no. Ich will das hier nicht fighten. Okay. I guess wir gewinnen das? Holy shit, Alter, was war der Chase denn für ein Monster? What?
Aber der Set kriegt einen dicken Honor. Der hat super gut gespielt. Ja, ich habe schon mega viele Ultis getroffen, das Game. Was soll denn das jetzt? Ja, GG. Ja, ich meine, der eine Tod Botlane, da war ich ein bisschen Brain AFK. Der zweite Tod, da habe ich auf die Pings wieder von meinem Team gehört. Sonst war es eigentlich ein relativ cleanes Game, würde ich sagen. Kaum wurde ich gecoacht, läuft es wieder. Seht ihr das? Seht ihr das, meine Freunde? Aber das mit den Pots habe ich auch wieder gar nicht drauf geachtet. Das ist irgendwie schwer umzusetzen. Wenn ich alles falsch spiele in dem Game, aber Potions benutze, dann war es ein gutes Game.